Die Handhabung vom Ranzbeller. Mit dem Ranzbeller werden die Paarungsrufe der Füchse nachgeahmt. Sei es das Bellen des Rüden oder der Ranzschrei der Fähe. Das Mundstück wird an der Einkerbung mit den Zähnen festgehalten. Dabei werden die Lippen leicht eingerollt und der Mund geschlossen. Nun wird der Locker mit einer Hand umfasst. Gleichzeitig wird bei jedem Luftstoß das Mundstück mit den Zähnen etwas zusammengedrückt. So wird die Tonhöhe bestimmt. Beim Bellen des Rüden wird die Luft kurz hintereinander ruckartig aus dem Kehlkopf gestoßen. Durch Öffnen und Schließen der Hand können die Töne noch zusätzlich moduliert werden. Beim Modulieren mit beiden Händen erreichen Sie weitere Tonvarianten des Bellens. Beim Ranzschrei der Fähe ist der Luftstoß dementsprechend länger und der Zähnedruck etwas kräftiger. Am natürlichsten klingen die Rufe, wenn mit beiden Händen moduliert wird. Hören Sie nun beide Rufe.